Willkommen zu einem neuen Part von Batman Arkham City. Wir waren hier und tun böse Menschen kaputt machen. Er steckt ja noch richtig. Boom! Bam! Und du kriegst eins ins die Gesicht gelade und kriegst einen Schlag ins Gesicht und boom! Haha, oh, das war schön. Hat Spaß gemacht. Hilf mir bitte! Also, ich bin mal nett, ein netter Mann und hole dich runter. Joker wird's bereuen, sich mit Two-Face angelegt zu haben. Ja, ja. Ich glaube aber, dass du mich angreifst. Das weiß ich, wenn ich dir den Rücken zudrehe. Aua, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wir wollen ihn nämlich mit einem Friesschuss. Bumm! Voll ins Gesicht. Ich habe es irgendwie nicht gepackt, weil ich der Taste noch nicht so ganz klar komme. Naja, das soll passieren. Jeder Anfang ist schwer. Und ich muss mich wieder erst ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Das ist übelst lange her, seitdem der Silo wieder mal Batman gespielt hat. Denn ich bin ja nicht immer Batman, denn eigentlich bin ich ja Two-Face. Und das wissen ja Leute, die Two-Face-Blog verfolgen, dass ich nicht dafür zuständig bin. Der war knapp. Lass mich nicht hängen! Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Komm ich da? Die Mitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Doch, aber doch. Sie haben ihm die das muss mal sein. Und ich... Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind... Aua! Ist aber nicht nett. Hast du immer noch eine Antwort? Ja. Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Klar habe ich eine Antwort. Denn ich bin Batman. Batman hat immer eine Antwort. Ey, nee, ich will keine Rauchbombe schmeißen. Ich will mich übergleiten. Danke, Batman. Okay, das sieht mir nach einer Arbeit für den Batarang der Verdammnis aus. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ich das... Okay, dann haben wir hier Strom. Dann, wie kann ich wenden? Nein, das war's nicht. Wie kann ich wenden? Daka! Skillet! Bis in die letzte Facette meines Körpers. Okay. Dann komme ich hier also weiter. Danger. Dann kloppen wir Freezy-Schuss nach unten und landen Skillet auf der Seite. Wir haben natürlich ein bisschen Zeit. Und gehen hier mal rein. So, zack. Hier ist nämlich nichts, so wie sich das gehört. Wo will mich eigentlich das Spiel haben? Ach, hier oben. Okay, gehen wir nach hier oben und nach oben und wir sind da. Hallöchen. Da unten liegen ein paar bewusstlos. Das war natürlich völlig gewollt. Zack, wir hacken hier mal und schauen mal, wer alles drinnen wohnt. Schwärmerisch. Yeah, cooles Passwort. Aber Joker, ich hab was hat schwärmerisch mit dir zu tun? Hier ist ein Heizkessel. Was sagt uns das? Dass das Spiel sich dazu entscheiden wird, Leggy McLeg zu sein. Oder was? Hier waren wir schon mal. Das ist auch ein Easter Egg hier. Seht ihr das? Das ist der Hammer, den Harley Quinn sonst immer mit sich rumträgt. Auch in den Comics. Das ist ja auch ihr Originalkostüm hier. Diesen Hammer, und da ist auch Blut dran, weil sie meistens jemanden den auf den Kopf klatscht. Wenn ihr, Dings, wenn ihr in Justice spielt, seht ihr den Hammer auch immer in voller Aktion, wenn ihr Leute durch die Wand... Wow! Oh Gott, du bist es! Tut mir leid! Tut mich noch einmal! Schon gut, Batman! Sie sind sicher. Hast du ein Glück,
Ich hätte dich damit umbringen können. Nee. Glauben Sie mir, wenn jemand mit einem Eisenrohr auf mich losgeht, bekommt er nicht die Gelegenheit, sich zu entschuldigen. Ja. Was ist geschehen? Du hättest auch gelöst. Ich hätte auch getan, was geklopft. Was du gesagt hast. Ich habe mich versteckt und sie beobachtet. Hm. Wir haben im Nachbarraum irgendwelche Dinge auf dem Boden platziert. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Oh, Minen. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Nein. Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Ich bin Batman. Sehr. Du siehst schrecklich aus. Danke. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie danke. Versteck. Sie könnten mir einfach Danke sagen, dass ich dir ständig den Arsch rette. Hässliche Frau. Okay, wir gehen rein in die gute Stube, weil wir wissen ja, dass hier böse Menschen sind. Und da sagt sie zu mir, nicht mal mit deinem. Echt lustig, Mann. Und was dann? Hat sie's getan? Natürlich. Ich meine, sieh mich doch an. Ich bin heiß. Ja, genau. Ihr sieht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus und heute... Dieser Kerl trägt eine Mine mit Annäherungszünder. Ich hab gehört, wie sich jemand am Boden den Schädel aufgeschlagen hat. Pfütze treten. Soll's geben, also. Wir haben viele böse Menschen und wir haben auch einen neuen Gegnertypen. Der hat nämlich Minen. Ich kann... Das kann ich euch ja sagen, das ist ja auch nicht gespoilert. Das ist nicht gut. Ihr könnt mit diesen Sachen, wo ihr den Unterbrecher, wo ihr auch Waffen außer Gefecht setzen könnt, könnt ihr auch Minen zünden. Wie macht er das nur? Was ist los? Ach, halt's Maul, wir müssen weitersuchen, sonst sind wir tot. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Klar. Eben, und man kann man die Minen zünden, die der an den Boden legt. Und der hat irgendwie... Alles okay, Jungs? Nachher an mir gefressen. Er hat in seinem Leben vermutlich noch nie einen umgebracht. Ja, aber wer weiß. Vielleicht hat er ja... Mine gelegt. Mach sie scharf. Und der hat eine Annäherung. Ihr seht das. Ich könnte die jetzt zünden. Ich mach das auch mal. Mine gelegt. Stelle scharf. Sollte eigentlich die Mine zünden können. Wenn ich sie anvisieren kann. Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. Sprengladung platziert. Hier drüben alles scharf. Muss ich denn das speziell... Ultrabetäubung. Es läutet der Wecker meiner Schwester, die ihn vergessen hat, abzustellen. Verdammte Scheiße, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich stelle das dann nachher ab. Ist ja jetzt egal. Irgendwie klappt das nicht. Das finde ich nicht so sexy. Ja, egal. Wir schnappen uns den trotzdem, wenn der andere weg ist. Enttäuscht mich nicht, Jungs. Solltet ihr es doch tun, muss ich euch aufhalten. Oh, der Scheitag. Da oben hängt einer fest. Kommt hier rüber. Jo. Vielleicht kann ich mir noch gerade einen schnappen. Was machst du da oben? Hilfe! Schneid mich los! Der Wecker, meine Schwester dreht durch. Sie sehen mich nicht, ich bin hier oben. Egal, ich kann aber irgendwie... Er verarscht uns nur. Wie macht er das? Du machst uns keine Angst. Schade, geht irgendwie nur nicht. So weiter, muss wahrscheinlich ein Upgrade dafür kaufen. Klar mache ich dir Angst, Junge. Tu nicht so, als wärst du Superman oder Captain oder Ant-Man, wo er jetzt... Welcher von euch Losern zuerst von Batman ausgeknipst wird? Den grünen Typen möchte ich erst zum Schluss. Joker ist so ein Assi, Mann. Aber der Geil. Wo steckst du? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Und der Wecker dreht am Rad, der Verdammnis. Oh, ich kann die leider auch nicht an die Mine ranziehen, da die wahrscheinlich nicht auslösen selber. Ich werde dich. Oh, du bist es. Sorry, Mann. Du musst dich konzentrieren. Hör mal auf, mit deinem Ding da rumzufuchteln, aber sie bleiben alle zusammen. Das gefällt mir nicht. Ich muss die ein bisschen auseinanderkriegen. Dass ich sie wegficken kann. Weil der da hier wird sich wahrscheinlich keinen Schritt bewegen. Der nette Herr hier hat sich auch gedacht, nee. Was du hinter dir eigentlich? Nee. Siehst du ihn? Nein, mich sieht niemand. Denn ich bin Batman. Batman sieht man nicht so leicht. Aber ich bin ein bisschen...
Ich will, dass ihr näher zusammen, näher, also besser gesagt, weiter auseinander geht, dass ich euch ein bisschen besser schnappen kann. Und das ist halt das Problem, die netten Herren stehen mal wieder so blöd, dass ich entweder nach unten gehen muss. Bei einem Tennismatch ein klarer Vorteil. Bei euch Idioten unerheblich. Nein, 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 nichts schmeißen. Das ist ja das Problem, die Minen. Wenn ich den Entzünder hätte, upgraded, könnte ich den so wegmachen. Der sieht mich nicht, oder? Nö. Hast du ihn gefunden? Nein. Aber ich habe einen Wecker, der durchdreht, der nicht mir gehört. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Das Coole ist nämlich, wenn er jetzt daran vorbeiläuft, ist die Mine deaktiviert, dann schnapp ich ihn mir und er hängt dann hier runter. Und ich kann ihn da. Verdammt. Warum kann ich ihn hier eigentlich nicht aufknüpfen? Ja, das siehst war... du ihn? Kommen Sie, kommen Sie. Blup. Geh rüber und zieh nach, wenn er schreit. Ha! Ich bin unsichtbar. Da oben ist einer. Ich hänge. Ich hänge nicht. Ich bin unantastbar. Was ist mit dir passiert? Wie bist du da raufgekommen? Nur wenn sie halt neben mir. Das Problem ist halt einfach, ich bin hier relativ eingeschränkt. Wenn ich mit dem könnte, kann ich mir jetzt nicht schnappen, weil wenn ich ihn betäube, dann. Das war's. Wir sind erledigt. Was zum Henker machen wir denn jetzt? Lass ihn. Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. So wird das nichts, hörst du? Wir finden dich und legen dich um. Nein, ich mach gar nichts. Ich könnte ja assig sein und einen einfrieren. Dann könnte ich ihn so schnappen. Das Problem ist nur, dass ich ihn irgendwo schnappen muss, wo ihn niemand sieht. Weil er wahrscheinlich dann wieder Geräusche von sich gibt. Und das ist nicht nett. Ich finde, da muss ich schon ins Bett. Das finde ich nicht nett. Ich glaube, ich kann euch das trotzdem mal zeigen. Denn ich möchte das. Das wäre wahrscheinlich Ausrüstung, ne? Freeze-Mine mit Annäherungszünder. Krypto-Schall-Battering, Distanzerweiterung, ist das echt das da hier? Nein, das ist die Freeze-Mine, das ist es nicht. Kryptografen-Verstärker, das ist wahrscheinlich hier. Ist das das Distanzen-Dingsbums? DSL-Distanzstromladung, nee, das ist auch nicht. Ja, jedenfalls wüsstet ihr dann ungefähr, wie das funktionieren würde. Dann schnapp ich mir den, gut Deutsch. Er lässt euch Idioten wie Vollidioten dastehen. Das ist mein Job. Komm. Ich hasse Minen. Wenn ich ihn... Ach, du bist so... Ah, der schaut mir immer zu, der Stalker. Geh doch mal weg da hinten. Der Dicke. Der Dicke hat mich im Blick. Ich kann nichts machen. Ich werde vom Dicken gestalkt. Okay, jetzt nicht mehr. Und das ist echt abartig, der Wecker. Jetzt weiß ich auch, warum meine Schwester... Hast du ihn gefunden? Warum meine Schwester immer wach ist sofort, weil... Sorry. Der Dicke da hinten, das ist abartig. So. So, den haben wir. Batman, mich hat niemand gesehen. So. Runtergejumpt, das. Oh, ist ein naiv froh. Dann ist der Klang eines eurer Schädel, der auf etwas Hartes klatscht. Naja, sicher. Klar, Batman kann das. Ja, tut, Batman. Was Joker sagt. Jo, geh mal hin. Ich hier drüben, schnell. Hier ja, ist jemand. Da ist jemand und ich war es nicht. Ich bin Batman. Ich könnte den richtig assig wegziehen, aber das ist der Falsche. Komm, wach auf. Verdammt, der ist bewusstlos. Schade, ich kann da von oben niemanden ziehen. Das ist aber wir nicht sind erledigt. Wir werden hier krepieren und können nichts dagegen tun. Lass ihn, wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Also ich werde erstmal ein paar Waffen. Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Ich möchte gerne den Distanzen-Dingsbums. Dem seine Waffe ist Murks und dem seine Waffe ist Murks. So, dann bleibt also nur noch einen, den ich kloppen muss. Das ist der nette Herr da hinten.
Die bleiben jetzt natürlich zusammen, so wie ich das kenne, da die jetzt in Panik ausbrechen. Und da ich das nicht so sexy finde, ich muss das ein bisschen, weil wenn ich den einen da habe, dann ist das eigentlich... Soll ich Abramowitsch runterschicken, damit er für euch eine motivierende Rede hält? Ich habe gehört, dass er immer ein paar Hammer-Argumente dabei hat. Ja, ja. Da bist du ja. Kommt hier. Zu schnell. Okay. Ich muss hier einen kleinen Schnitt machen. Mache den Amokwecker der Verdammnis aus. Und dann sehen wir in dem nächsten Part von Batman Arkham City. Auf Wiedersehen.